Hey Leute, Survival ist da draußen. Cool. Willkommen zu Custom Zombies. Heute spielen wir Bioshock. Kev hat die Map ausgewählt und dann war es Rice, Bulldogs, Kev und bla bla bla. Und noch ungefähr 15 Minuten Vorbereitungszeit, weil Rice sein Recht, dass ich Rice vorbereiten war so blöd, musste. Das Spiel zu Nein! Er war blöd. Und er ist einfach nicht hinbekommen, die Scheiße zu installieren. Und wenn das jetzt, so, abstürzt, dreh ich durch. Wenn ich jetzt mit 20 FPS spiele, schlag ich ihn zusammen. Bioshock, mal gucken, wie es ausschaut. Das Spiel ist gut. Ja. Bioshock Infinite hab ich noch nicht durch. Okay, was sagst du? Ich hab weiße Wände. Muss das 91 FPS? Muss das so sein? Ey, die Wände sind bei mir weiß. Soll das so sein? Ich glaube. Alle, oder was? Ja. Bei mir sind nicht alle. Ich glaube, das soll nicht so sein, dass die weiß. Das soll nicht so sein. Nee, und die Zombies kommen durch. Ich glaube, das ist einen schlechten PC. Nee, und die Zombies kommen durchs Nichts anscheinend. Okay. Nee. Also durch den Boden, aber ja. Ja, ja. Läuft bei dir. Ich hab irgendwie ein paar Shading-Models. Ja gut, dann, also die Bilder sehe ich, aber die Wand dahinter ist halt. Ah, die ist mir weiß. Kalt vom Rumschreien oder was. Haben wir doch irgendwie was vergessen da reinzumachen? Also ist die bei euch auch weiß oder wie? Ja. Bei mir ist nur eine Wand weiß, zwei Wände. Ja, es sind ja die beiden Wände. Ich mein, soll das so sein? Die sind so, Mann. Die sind so. Ja, ist ein Feature. Okay, wir nennen es einfach Feature. Ist ein Feature. Lassen wir einfach mal so drin, wie bei Battlefield mit den ganzen Bugs und auch Features. Hallo, Battlefield hat keine Bugs. Nein, überhaupt nicht. Das sind Features. Das ist ein fertiges Spiel, meine Damen und Herren. Ja, und die Bugs, das sind Features. 2000, du musst das Wort aufkaufen. Die Waffen will ich mir hier auf jeden Fall nicht kaufen. Ey, wo ist denn die Tür? Hier. Ja, die hier. Ey, Leute, wir spacken den Zombie. Ja, aber mir auch gerade. Direct. Hallo. Schabbel, jetzt. Ja, jetzt steckt er fest. Tötet mich. Oh nein, eine Granate. Um. Welcher Jude hat es geworfen? Ja, sollen wir sie nicht immer auf dem Boden aufstehen, Alter? So. Wie kommen die da immer so hoch? Zombies, die graben sich durch nichts. Die sind ja nicht mal Löcher oder so. Die kommen einfach. Das ist sowieso auch, ich bin stuck. Oh, er ist tot. Warte, erstmal T-Baggen. Revive. 360 T-Bag. Ja. Jetzt revive ich dich. Wo bist du da? Ich konnte ihn noch nicht mal revive. Hier, wer 2000? Rice. Alter. Gar keiner. Kauf dir die weiter, Junge. Ist die gepuncht oder was? Die schießt Auto, ey. G18, Junge. Vor the win. Freunde. Alter. Leute. Auf, was. Oh, das hat keiner mit 2000. Ich kauf mir die hier für 350. Dead Gun. Das ist ja, die, genau die meinte ich. Oh, Alter. Ach, ich kauf sie auch. Dead Gun, mal. Sehr geil. Ist auch ein Feature. Okay, das ist wirklich ein Feature. Wie die Kugeln da rausfliegen. Ich brauch eure Granaten zu spammen, ey. Ich will auch noch zusammen. Das sind Leichen, Alter, wie sie rumjiggeln. Rice kauft auf, hat genug. Wo muss ich eigentlich immer? Tja, wenn du die meist geil bin, Alter. Moneyboy, Junge. Also wenn du der bist, ich werde stolz drauf, das ist ein krasser Hurensohn. Ja. Aber ich pack dich wieder so ein Zombie rum. Toll, er schon wieder direkt. Tötet mich! Aber irgendwie trifft man wirklich nur die Hälfte von den ganzen Scheißschüssen. Ja, ich hab keine Muni mehr und ich will mir nicht Muni kaufen. Kauf mal jetzt auf. Rice, kauf jetzt auf. Kauf jetzt auf, ich hab mir Ammo gekauft. Andere Tür. Fuck nu. Lag! Oh, ah, please. Connection interrupted. Ah! Connecto! Oh. Fuck, was ist das? Aua. Die Chineses Plasma. Das war, weil die Tür aufgekauft haben, Junge. Alter, halt die viel aus. Scorpion und MP40 rutschen. Pinoy zusammen. Skorpion. Okay, ich immer, das Weiße soll echt nicht sein. Warum ist die Kiste hier, Schwänze? Ja, das Weiße soll echt nicht sein. Ja, ich würde sagen, die Map ist einfach ein bisschen verbuggt. Alter, das sind doch Features, so spannend. Oh, Babys, ja. Ja, stimmt, sind Features, hab ich vergessen, tut mir leid. Oder wir, es ist einfach für die Vorstellungskraft. Das ist okay, die MP40 heißt Made in Europe. Sehr cool. Okay. Hier oben ist noch ein Typ für 2K. Ernst? Pick your plasmid and evolve. Nö. FG42. Rapture Mate.
spawnen die nur in dem einen Raum oder wie? Anscheinend. Sehr lame. Ja, wohl scheiße. Rutsch mal! Ach, verstehen da am Weg? Ja, ist ja nicht so, dass er rechts auch noch lang ging, ne? Die Fresse. Das ist ja voll langweilig, Alter. Fresse! Piss dich, Alter! Und dann. Oh, ich hab 2000, ja. Piss dich, Alter! Ich kauf mal hier auf, ne? Sack, mach das. Ich grad machen. Docking Platforms. Oh, oh nein! 2000er. Le Marquis de Bouc. Lol, lol, lol. Ja, hier ist Endgame 20.000. Ja, geil. Lol, schon? Na gut, 20, war ja nur 86 MB. Sehr langweilig, die Map. Ich glaube, das brauchst du nicht hochladen. Doch. Doch, das YouTube so weniger der muss ich zocken. Wird YouTube noch mehr vollgemüllt. Ey, ich hab hier. Chuck, Chuck, Chuck. Oh. Ey. Oh, sag mal, ey, das ist, die spawnen ja echt nur. Die spawnen echt nur aus dem Ende. Ist es derselbe Typ, der diese eine Portal-Map gemacht hat oder was? Da sind ja noch nicht mehr rumgespawnt. Da sind sie auch immer nur unten gespawnt. Sehr langweilig. 20k. Es spawnen noch nicht mal neu. Ja. Lol. Hey, ich also, hab keine Ahnung, das ist eine Fatmap. Es ist ein Feature, Mann. Willst du aber das Feature in Frage stellen, dass hier keine Zombies mehr spawnen ab Runde 6? Das sind eigentlich hier Dockground, das ist. What? Schieß auf den Boden, vielleicht hängt da irgendein Zombie oder so. Also, das war. Hier ist eine. PPSH. Ja, ich würde sagen, wir. Ja. Das war's, Leute, bis zum nächsten Part oder so. Ja. The fuck, man? Ich glaube, das war's. Ende. Das ist ein Feature, ab Runde 6 ist die Map zu Ende. Aber neu starten. Das bringt nichts. Oh, ein Monkey. Oh ja. Oh ja, Monkeys. Was für Glitchen, was hat. Alter! Was hat ein Affen gegen den Kopf bekommen? Oh, der arme Affe. Ja, was machen wir jetzt? Ja, Restart mal probieren, vielleicht ist einfach nur so ein Bug, dass er nicht kommt. It's a Restart! Ja, dann mach los. Oh. Ja, Basta, Alter, bist du so ein. Ja, Alter! Warte, ich will auch. Ich will auch. Geh weg da. Was bringt's gar nichts? Hier ist eine unsichtbare Mauer, wie bist du da hingekommen? Na, jetzt da ist er so rum. Warte, ey, Ding Strafe Jump. Ey, Mann! Achso? Rise, man. Oh! Ja! Oh, der Skiller, ey. Ihr kriegst Granaten gegen den Kopf. Ja, restart jetzt, du Schwanzkopf. Oh, ja, ja! Jetzt? Wo wird jetzt? What you gonna do? Mann, mach jetzt restart, Boys, Mann. Scheiße, mach hin jetzt. Oh. Ich mach aber nicht mal ein Smiley mit der Waffe. Oh, ne. Schade. Mano. Arschloch. Ja, also ich schock hier wieder. Ey, 50 Punkte haben wir, Junge, Junge. Das sind wir rich bitches. Rich bitches. Ich spawn da hinten in der Ecke. Ja, wenn ihr echt nur. Also ich kann jetzt schon sagen, dass die Map lahm ist. Philipp lahm. Boah, der war ja. Der war schlecht. Der war krass fast flach. Gut. Füße hoch, flach. LOL! Die leise. Ich spring mal. Ach nee, jetzt geht er. Wir wollten ja echt Sprung machen. Kann man eigentlich schon sterben, wenn ich auf dem. Nee, schade. Nee. Schade. Das ging bei World of War, glaube ich, noch nicht. Das ist auch ein Feature. Das ist genauso das Feature, dass ich es in Black Ops 2 immer noch. Gleiche Portals. Ich glaube, die Zombies. Und das könntest du zu Dings schicken, GameSprout. Alter, man kann die voll spawn trappen. So wie in Battlefield. Das ist kein Bug, ist nur ein Feature. Alter, die Leichenhäufe. Wow, da ist noch einer. Offen. Da kannst du nur spawn trappen. Spawn trappen. Auf eine Runde Battlefield ist auch Bock. Spawn rape. So heißt es ja. Spawn rape. Boah, sorry. Hä? Heute nicht. Du hast nie Bock auf Battlefield, Mann, weil du schlecht bist. Was? Nein. Schlecht, dann nickt er mehr. You mad, bro? Piss dich doch mal hier. Piss dich, Alte. Ey, ihr blockt mich hier, ihr seid nicht nett. Oh, dann kann er nur zurückgeworfen. Alter, die ganzen Leichen noch. Verschwinden die Leichen nochmal oder bleiben die für immer? Wir müssen immer bleiben, dein PC muss es aushalten hier. Ja, mir stört's. Ja, mich stört's auch nicht. Auf den Zombiehaufen, was auch nicht. Uns beide stürzen nicht. Werten ihr den 300 Euro. Ich. Dinosaurier. Ich hab trotzdem. Vor allem, er hat ja noch Windows XP, ja? Was ja bald Gott, jetzt aus. Scheiße!
Deswegen läuft das Spiel aus dem Buch. Was ja natürlich auch bald ausläuft mit Security von Windows. Ist mir egal. Genauso wie Windows XP wird ja schon irgendwie seit Ewigkeit nicht mehr unterstützt bei Spielen. Na okay, Ewigkeit ist übertrieben, aber... Ich zock eh nur auf PS4, also von daher ist mir doch Lappen. Ja, ich bin Konsolen Gamer. Nur auf PS4. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel du bei Source hast, wie viel Spielzeit, ne? Aber ey, ich glaub mal Source läuft bei ihm auch nur mit 30 Frames oder so. Nein, bei mir läuft es mit 120, aber ist okay. Alles auf High sogar. Ja. Ey, ein Spiel von 2004 läuft bei dir auf High. Okay, damit kann man nicht wirklich prallen jetzt. Ja, mach ich aber. Solange mein CSS läuft, ist mir alles egal. Ja, 120, nice. Ich muss noch meine 1000 Stunden vollkriegen. Also bei mir läuft CSGO mit 300, Bitch. Okay, fast 120. Jetzt wird hier gebattelt und geil. Fast 300. Okay. Ich hab keinen Bock mehr, alle halbe Jahre irgendeine neue PC zu kaufen. Musst du auch nicht. Muss klar. Das reicht die Grafikkarte für 500 Euro. wenn du dir einmal einen vernünftigen PC holst, geht's für ein paar Jahre. Ja, nicht so wie bei Wasta. Lag, Alter, Connection interrupted, lol. Nur weil wir eine Tür aufkaufen oder was? Ich hab auch nicht anders zu tun, als mir so eine Scheiße dazu kaufen, die dann ein halbes Jahr, sagen wir zwei Jahre aktuell ist und dann muss ich mir neu kaufen wieder. Du musst ja nicht den ganzen PC neu kaufen, du musst ja nur einzelne Sachen. Naja, Wasta macht den einfach nur neu, zweimal. Ja, kauf jetzt auf, du Hure, hör auf zu labern. Oh. Doggies, wir gucken, ob sie spawnen. Oh, Doggies. Geht eh nicht. Wetten, die spawnen auch nur in dem einen Raum? Die spawnen gar nicht. Lol. Hallo? Keine da. Best Map. Rise, kauf mal auf. Flash, Best jetzt. Map ever, Alter. Da müssen wir einfach schon hochladen. Leute, spielt diesen Map niemals. Ihr seht, wie weit man kommt. Ja, lad das mal echt hoch, das ist lustig. Alter, guck mal. Ja. Na gut, allein schon wegen der Diskussion, wegen dem PC. Ja, kannst es ja Failplay nennen. Nee, ich nenn's einfach nur. Dead Map. Let's not play Bioshock Maps. Never Next play this. Map. Never play this, it's so bad. Ja, yes. Dann kommt der Mapmaker hin und ey, das ist gar nicht. Aber die ist doch voll gut. Nö, ist sie nicht. Ich muss gleich mal. Wo hast du die gefunden? Ich? Ja. Na, guck mal, ich hab einfach den jungen Headshot gegeben. Bin einfach bei zombiemodding.com oben auf Maps gegangen. Ah. Guck bei den Jungen, Alter. jetzt hat er Kugel im Gesicht. Warte. Ey, Silvester. Warte, den Mann mach ich nicht. Fuck. Bist du down? Ne, ich lebe noch. Fast. Fast. Jedenfalls, ich hab einfach auf Maps dann auf der Riese-Style, dann auf Medium und da habe ich die halt gefunden. Du hast irgendwie das Glück wie Rice. Ja, sucht nur beschissene Maps raus, Alter. Ey, guck mal das Bild hier an. Was hat er denn für scheiß Maps rausgesucht? Er hat schon viele Was scheiß da, Maps. Guck mal, Hitlers Haus, sag ich nur. Rapture's Best and Brightest, 1952. Bum. Oh, Alter. Guck mal. Oh, hier. Fünfer-Feed, Alter. Fünfer-Feed. Da ist Adolf. 1950, erlebt. Das ist okay, komm, wir beenden. Warte mal, komm, wir gucken die Bilder nochmal kurz an. Ja, das ist sexy, Alter. Achso, kann man es aufkaufen hier? Nee. Gut, da war glaube ich nicht mehr so viel. Scope, made in Germany. Ja, wir würden ja noch weiter kaufen können, aber wir haben keine Punkte, also Selbstmord. Bumm, bin tot, oh nein. Nein, nicht wieder im Leben, Arschloch. Ey, das ist mal eine Challenge, Endgame zu schaffen, vor Runde 5. Ja, wie willst du das machen? Oder wir können ja mal eine Challenge machen, wer am längsten überlebt. Bei was? Na, hier auf der Map. Macht doch Sinn, oder? Wie denn? Na, wer überlebt? Ohne was zu kaufen. Ich glaube, das liegt daran, wenn man was kauft, dann... Wir starren uns einfach gegenseitig an und vielleicht fällt ja einer um. Ey, guck mal, die Olli hier. Ich bin gesagt. Ey, lass mal einen 360 Revive machen. Ich will mal auf PC einen 360 Revive machen. Scheiße, Mann. Ey, genau, 360 Revives hier. Boah. Ich will mal auf PC probieren hier. Die Map ist scheiße. Gib mal down. Ich kotze im Strahl. 360 Revive ist easy going. Auf PC. Ja, aber, na gut, da hab ich noch nicht wirklich viel gemacht. Damit. Tja, also, wenn jetzt du PC-Gamer bist, dann kennst du was halt. Ich will aufhören, die Map ist scheiße. Ja, die Map ist scheiße. Kein Spaß mehr. Na gut, ich hör auf. Das war jetzt aber echt so. Wir haben 20 Minuten gebraucht und 10 Minuten gespielt. Das, so muss das sein, oder? Bei Rise of the Map installiert. Wir haben 17 Minuten gespielt. Okay, ich würde sagen, ich gebe mal scheiße zum Installieren, dass sie allgemein scheiße ist. Also. Ich gebe mal mein Fazit ab. Ja, also die Story ist gut und ich würde sagen 11 von 10. Oder? Na, was meint ihr? Ja, ein bisschen an. Also. Also. Dafür, ich finde, die Waffen sind nicht so gut, aber sonst 11 von 10.
Also vom Design her ist es schon nicht schlecht, gerade auch die weißen Wände und Poster und so. Lässt viel Freiraum für deine imaginäre Vorstellung. Das ist eine sehr fantasiereiche Map. Also wenn du fantasierst, dann kannst du dir sicher eine gute Map sehen. Ja, und deswegen würde ich, ein bisschen Potenzial ist noch da, aber. Die zahlreichen Features sind auch gut. Ich meine, dass einfach irgendwann keine Zombies mehr kommen. Wer wollte sowas denn nicht schon mal in einer Map haben? Okay, also. Best Map ever. Also ich würde sagen, schick mir jetzt gleich an IGN und die veröffentlichen das. Sie sollten und lieber mehr glitchen. Also die, vom Glitchen her ist es auch perfekt. Ja, man also, kann sehen, wie man ziemlich viel glitchen. Man kann hier super geile, irgendwo langlaufen. Und wenn man will, kann man auch einfach mal ins Bild reinhüpfen und dann ist man das Bild selber. Also. Ja, ich sag ja, sehr fantasiereich. Wenn man Fantasie hat, sieht man hier eine gute Map. Ja, also ich würde sagen, wir nennen die nächste Map, also die Map hier, Next Bad Map. Also ist schon anwärter zu Map of the Year, finde ich, oder? Wie ist die eine Map, die du hochgeladen hast, wo du raus konntest? Aus Training, Map? Training, glaube ich. Nein, das war, sag schon, Woods. Was, wo? Ach, die übelst am Anfang noch da. Ja. Oh. Das? Sehr fantasievolle Map, ey. Also, ja. Wie gesagt, krieg meinen Stempel für die beste Map des Jahres. Also, na, ich würde ja sagen, minus 1000 von 5. Ich würde erstmal abwarten. Vielleicht kommt hier noch ein Sequel dazu, ein zweiter Teil. Da erzählen sie dann wie sie die weißen Wände zuschauen. Alter, Hackelschorsch, Alter, wie der durch den Windkanal klatscht, ist ja heftig. Okay, und Leute, vielleicht, glaub, das reicht jetzt erstmal. Vielleicht würde die Story hier noch irgendwie weiter erzählen. Ja, also, ich meine, es ist sehr spannend und so, die Bilder erzählen. Die weißen Wände, ich meine, das ist ein klarer. Oh, shut up, Buster, mach jetzt aus. Quäl mich doch nicht. Die weißen Wände sind ein Indiz dafür, dass der Mapper ein Rassist war. Er mag schwarze Wände nicht. So, jetzt beenden wir, komm, mach. Na gut, ja, ich beende es hier. Das ist. Warte, ich will noch aufs Speed. Sonst sterbt ihr noch vor Epicness, deswegen beende ich das jetzt hier. Ja, wir sterben, uns geht euch anstatt. Oh, ja, oder wir bitte. Sterben den Hunger. Oder wir sterben. Oh, wir platzen Schädel, mach die Scheiße jetzt aus.